Ich war fast in die Alte reingerannt. Alles klar. Was braucht man auf der gegenüberliegenden Seite eigentlich? Schlüssel? Ich glaube aber nicht Lady Dimescus Schlüssel. Sieh an! Da bist du! Nein, ich bin nicht da! Kommt sie uns jetzt hinterher? I hope not. Freddy! Die hockt vor der Tür. Oh, bitte geh. Bitte bleib weg. Nee, sie ist weg. Von der anderen Seite, alles klar. Yikes! Okay, da ist der Kaufmann. Ey, ich save noch mal ab. Nur so zur Sicherheit. Trauer. Trauer, Trauer, Moment. Maske der Trauer. Was ist das? Verzückung. Ja, Verzückung haben wir doch auch. Fremde ekeln mich an. Ja, ist gut, ich gehe ja schon. Ich gehe, bin schon weg. Hier darf sie nicht rein. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Wie stehen die Dinge? Beschissen. Keine Spur von Rose. Ich war wohl keine große Hilfe. Bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Ja, ja, ja. Stets zu Diensten. Ich habe was. Sieh dir auch meine neuen Waren an. So, und kristallener Tor, so bitte. Das Ding will ich noch nicht, weil es ist kombinierbar. Ich habe Dietrich? Das sollte reichen. Seit wann habe ich einen Dietrich? Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Ja, gerne. Seit wann habe ich einen Dietrich? Das heißt, ich muss da nochmal hin. Oh, Fu Manchu. Lieber nochmal speichern. Apropos, hast du irgendwas Neues? Willkommen, Ethan. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob er irgendwas Neues hat. Pistole hat Magazinkapazität beträchtlich. Könnten wir eigentlich machen. Wir können uns auch... Nee. So. Medizin brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Minen herstellen. Ja, komm, kaufen wir mal. Sie ist als Investition, Ethan. Ach, scheiße, ich hätte auch upgraden können. Na, egal. Bis nächstes Mal. Nicht sie weg. Bevor die Dicke hier rumläuft. Moment, nicht die Dicke. Kann ich es wagen, sie so zu nennen? Aber zumindest ist sie nicht so ekelhaft wie ein gewisser Jack sowieso. Aus dem Vorteil. Super. Na egal, Munition ist Munition.
So, wo muss ich jetzt hin? Durch die Haupthalle, in den Speisesaal, in den Innenhof, weil da... Fangshalle, aber da komme ich nicht rein. Auf jeden... Was ist das? Schmiedeeisener Schlüssel haben wir nicht. UG2? Nein, das ist Erdgeschoss. Turm? Okay. Lauf. Ethan, lauf. Okay, jetzt... Wir müssen auf jeden Fall... Haupthalle... Kriegen wir schon hin. Dürfen nur der Alten nicht über den Weg laufen. Wer weiß, wo die gerade... Hast du gewartet? Auf dich immer, Schöne! Sie kann auf jeden Fall nicht in den Speicherraum rein. Endlich treffen wir uns. Ja, dann. Kann ich sie von hier aus abknallen? Das scheint sie nicht sonderlich zu interessieren. Du kannst hier nicht rein. Aber ich kann ihr hinterher gucken, wo sie jetzt hinlatscht. Geh du mal da hinten lang, dann habe ich freie Bahn. Ja, los, geh! Scheiße, jetzt geht sie da hoch. Wie sieht es eigentlich mit meiner Gesundheit gerade aus? Ah, okay. Geh du nach oben. Geh. Sie weiß, dass wir hier sind. Sie lässt uns aber in Ruhe. Und das ist das Schlimme da eigentlich dran. Wiedersehen. Olle Trulla. Ui, Skibuiski. Das heißt aber, sie kommt hier nicht hin. Sonst wäre das ein bisschen arg ekelhaft. Die Alte auch noch hier rumrennen würde. So. Wir müssen noch insgesamt zwei Engelstatuen finden. Oha. Sieht's nie aus. Lieber Hempels unterm Sofa. Nebengebäude. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Alles klar. Halle der Trauer. Ach, du heiliger Bimbam. Halle der Freude, da kriegen wir die dritte Maske. Aber wo kriegen wir den Rest? Hm. Solange sie hier nicht rumrennt. Bin ich voll aufzufrieden. Nee. Komm ich auch schon wieder nicht rein. Schießpulver, perfekt. A note.
Der Lippenstift von Herren ist unauffindbar. Wer ihn findet, möge ihn im Badezimmer zurückbringen. Er ist eine Spezialanfertigung und sehr wertvoll. Die Oberkammerherren. Ja. Ne. Schmiedeeisener Schlüssel, wo soll ich den denn finden? So ein Bammel, dass die Alte hier rumläuft. Und eine von den Töchtern läuft hier auch noch irgendwo frei rum. Tag nach der Behandlung. Drei Mädchen bewegen sich nicht mehr. Sie wirken fast wie tot. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Insekt geflogen. Eine gemeine Fliege zu handeln scheint. Zwei Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind von Fliegen bedeckt. Scheint das Fleisch der Mädchen verzehren. Als sie am Fenster öffnete, fielen ein paar der Fliegen tot zu Boden. Die Kälte scheint sie erstarren zu lassen. Ich habe umgehend das Fenster geschlossen, um eine weitere Schwächung der Insekten zu vermeiden. Vier Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind fast vollständig von den Insekten aufgezehrt. Es sind lediglich dunkle, sich windende Kreaturen übrig, die entfernt an menschliche Gestalten erinnern. Es ist jetzt kurz nach Mittag und die Insekten beginnen ihre Farbe zu wechseln. Die im Gesicht werden blass um die Lippen herum, werden sie tiefrot. Sechs Tage seit der Behandlung. Die Masse aus Insekten hat sich in menschliche Körper zurückverwandelt. Ah, also die drei sind gar keine Menschen oder Vampire. Es sind einfach nur Insekten, die so als Schwarm praktisch ein menschliches Wesen nachbilden. Und die Kälte ist es, die zu schaffen macht und nicht das Licht. Alle drei Mädchen sind aufgewacht und haben mich wie Neugeborene angesehen. Ich spüre die Verbindung zwischen uns, wie Mutter und Töchter. Ich habe bereits Namen für sie. Bella, Daniela, Cassandra. Ich gehe erstmal in diese Richtung. Ruhe, Ruhe. Und dann kriegen wir auch ein bisschen Lei. Ah, Moment mal, Kugel. Die können wir doch auch noch ganz gut gebrauchen hier für das, genau für dieses. Wie es bei dem Heini da im Speicherraum ist. Dafür brauchen wir zu 100% die olle Kugel. Du hast eine Kugel im Arsch. Gefällt dir nicht, ne? Achso, das ist nur so eine Art Rundgang. Na, immerhin, die Viecher geben uns wenigstens was. Ah, lässt sich leicht knacken. Ich habe keinen Dietrich aktuell. Egal. Okay, Pistolenmunition können wir immer ganz gut gebrauchen. Wir haben nämlich nicht mehr viel. Wir harten mal mehr. Sehe ich so aus, als wenn ich Noten lesen kann? Okay, dann wieder ein bisschen hoch. Ich bin voll musikalisch. Alles klar. Und... Oh! Ein schmiedeeisener Schlüssel. Ja, perfekt. Den brauche ich doch sowieso. Untersuchen.
Wissenschaftlicher Name, was? Größe 5 bis 6, ähnliche Körperstruktur wie von Schmeißfliegen im Kopf unterscheiden. Zeigt den Fleischfresser und äußerst aggressiv in ihrem Fressverhalten. Auf Beutejagd versprühen sich Pheromone, um sich zu sammeln, Gestalt als Menschen zu imitieren. Sie können sich nicht selbst reproduzieren, sondern entstehen, wenn ein Kadu Eier in seinen Wirt legt. Ipfui Deibel. Sie reagieren empfindlich auf plötzliche Temperaturstürze. Fällt die Temperatur unter 10 Grad, reduziert sich ihr Stoffwechsel auf absolute Mindestmaße, ihr Körper versteift sich. Man könnte dieses Phänomen vielleicht mit der Kryptobiose bei Bärtierchen der... Was? Kapier ich nicht.